Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Das Schwarze Auge Memoria. Ja, beim letzten Mal sind wir hier ein wenig hängen geblieben. Ich habe hier einen Arm, ich habe hier das mit dem Laufen. Aber einen Punkt, den habe ich noch nicht gerührt. Ich gehe mal zur Halle. Da steht nämlich noch einer. Habe ich nämlich gesehen, als ich nur mal umgeguckt habe. Und da ist noch eine Hand. Nett. So, dann sage ich mal, aktivieren Wächter. Erwache. Der Wächter und sein Meister. Sie scheinen irgendwie ähnlich. Aber inwiefern? Kannst du Mit zum... den Beinen geht er nirgendwo mehr hin. Okay. Der Wächter und sein Meister. Sie scheinen irgendwie ähnlich. Aber inwiefern? Der Wächter und sein Meister. Der Wächter und sein Meister. Okay, Mit den Beinen geht er nirgendwo mehr hin. okay, ich kann aktivieren. Der Wächter und sein. Ja, ist er gut. Aber er bringt mir nichts. Mist. Mit den Beinen. Ja, geh schlafen. Gehen wir noch einmal zurück und schauen uns noch mal durch das andere Loch. Oder Lichtspalt. Ob wir da noch irgendwas finden. Monstrum, Säulengang, Felsen. Jetzt fragen wir nochmal den Wächter, vielleicht findet Wecke er noch. ihn. Was soll er tun, Herren? Hau mal auf die Felswand. Gebt Nochmal. auf, die Wand ist zu dick. Ach Mann. Da kommt auch er nicht heran. Habt ihr ihn nicht schon genug gequält? Er ist doch nur ein Monstrum, geschaffen. Ja, armer Abu. Genau. Mach die Augen zu. Komm. Ja, und eine Runde voll verzweifelt. Kann ich denn mit... Okay, die Wächterreste, das heißt, es bewegt sich nur das da oben. Nein. Das geht nicht. Also, das heißt, es ist irgendwas mit diesem Loch hier. Da muss ich was machen. Ich habe noch keine Ahnung, was. Nein. Super. Spiegel. Nein. Schade. Schade. Mir fehlt die Vision. Ja. Das sollte reichen. Was? Warst du schon wieder dreckig? Ich sollte mit dem, was ich noch habe, sparsam sein. Warum denn? Kannst doch ruhig was trinken. Nein. Nun habt ihr eine Lichtquelle, aber die Tür ist noch immer verschlossen. Geduld, ich taste mich vorwärts, auch wenn ich noch nicht weiß, wohin mich meine Schritte führen werden. Habt keine Angst, meine kleinen Säulen. Prinzessin Sadia wird euch eine gute Herrin sein. Als ob ich hier bliebe. Als ob ihr hier jemals wieder herauskommt. Ja, mittlerweile frage ich mich das auch. Wecke die Säulen. Und was sollen sie dann eurer Meinung nach tun? Euch zuzwinkern? Das würde mich sehr eifersüchtig und besitzergreifend machen. Ich habe es mir anders überlegt. Lass sie schlafen. So. Da kommt auch er nicht heran. Ihr wollt ihn wirklich zerquetschen, Hoheit? Nein, das hätte er nicht verdient. Okay. Ich bin grad. Mit einem Bein käme er vielleicht dorthin, aber er ist doch nur ein einfacher Arm, meine Liebe. Ja, das hatten wir ja schon. Ich hebe mir meine Kraft für den Krieg.
Das führt doch zu nichts. Hm. Nein. Ich sehe keinen Sehe ich hier irgendwo vielleicht noch einen Käfer? Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Sie lässt sich nicht öffnen. Nicht ohne den passenden Schlüssel. Oder einen Elefanten und ein Seil. Sehr schön. Moment. Sie lässt sich nicht öffnen. Ja, ja. Elefant, Seil? Ha. Elefant und Seil. Haha. Jetzt weiß ich, wie es geht. Cool. So, und jetzt darfst du auch weiter mit dem spielen. Befehle dem Wächter, die Tür einzureißen. Stärker. Er soll stärker ziehen. Er kann nicht. Die Tür ist zu mächtig für ihn. Wenn er es nicht kann, dann ein anderer. Genau, das heißt jetzt... Du nimmst jetzt die... Also du, Fuzzi? Schieb mal die Metallkugel weiter. Ach, Prinzessin, das führt doch zu nichts. Ich hatte Äonen Zeit, diese Mauern einzureißen. Und es ist mir nicht geglückt. Warum sollte ein Mädchen in kürzerer Zeit so viel mehr erreichen, als ich in Jahrtausenden? Mann, du ein Stock bist und nicht ein Mädchen. Ich ein Hirn habe und du nicht. Das klang jetzt irgendwie falsch. Möchtest du mal mit der Metallkugel spielen? Seht es endlich ein und gebt auf. Die Wächter sind viel zu schwach. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit... Ich kann sie von hier nicht sehen, aber ich weiß, dass sie da ist. Sie lauert gegenüber vom Eingang. Moment. Der Koloss ist auch ein Wächter, richtig? Wecke ihn. Charizard, seid ihr da wirklich sicher? Ja. Wecke ihn. Wie ihr wünscht. Nimm den Wächter und zieh. Ja, tschüss, Tür. Was war das? Logik. Ich habe mit meinem puren Willen eine Tür aufgerissen. Nein, ihr habt gelacht wie eine junge Frau. Hey. Du? Du lebst noch? Ich habe gewartet. Klar. Du hättest mir ruhig helfen können. Du hast die Maske. Wo ist mein Geld? Unser Auftraggeber ist tot. Du bekommst dein Geld, wenn du mich hier raus und durch die Berge nach Draconia bringst. Hm. Halt, warte, ich werde dich bezahlen. Du? Du vergisst, ich bin eine Prinzessin. Was hast du? Du bekommst zum Lohn diese Silberschale. Silber ist nicht genug. Als Tochter des Kalifen besitze ich Reichtümer jenseits deiner Vorstellungskraft. Der Kalif ist tot, der Palast geplündert. Soll, auf Deutsch, du willst meinen Rubin haben. Wenn du mich sicher ans Ziel bringst, erhältst du meinen kostbarsten Besitz. Meinen Almandin. Er ist mehr wert als alles, was du jemals in den Händen halten wirst. Hm. Gut. Draconia für den Rubin. Abgemacht. Er wird euch kein guter Diener sein. Nö. Bei ihm weiß ich wenigstens, woran ich bin. Irgendwie kommt mir so vor, Darf ich als... Darf euch noch etwas fragen? Denn ich verstehe euch nicht. Warum tut ihr all das? Ihr seid reich, schön, ihr habt Macht. Was wollt ihr noch erreichen? Ich will in den Krieg ziehen. Ich brauche eine Waffe. Aber warum? Um die Schlacht zu gewinnen. Um auf ewig in die Geschichte einzugehen. Noch genau, in 1000 ich bin größenwahnsinnig. Jahren sollen die Menschen sich von meinen Taten erzählen.
und voller Ehrfurcht meinen Namen flüstern. Sadia al-Kebir. Die größte Heldin, die die Welt je gesehen hat. Nett. Überhaupt nicht eingebildet, die Tuss. Sadia al-Kebir? Nie gehört. Du nicht und auch sonst niemand. Das arme Mädchen ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Wie geht die Geschichte weiter? Mit Hilfe des Verkina brachte Sadia die Maske über den Raschtulswall nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Aber das sind alles unwichtige Details. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Wichtig ist nur eines. Das Rätsel, das ich dir nun stellen werde. Die Inschrift auf der Grabkammer. Wenn sich niemand an sie erinnert, woher weißt du, dass es diese Frau wirklich gab? Ich habe es selbst überprüft. Malakars Grabkammer gab es wirklich. Und vor über 450 Jahren wurde eine junge Frau beobachtet, die zusammen mit einem Verkiner aus eben jenem Stollen stieg und in Richtung Raschtulswall aufbrach. Ich schwöre dir im Namen meines Vaters und all meiner Vorfahren, Sadjas Geschichte ist eine wahre Geschichte. Das Rätsel. Habe ich euch richtig verstanden? Die leuchtende Inschrift auf der Grabkammer ist das Rätsel? Ganz genau. Eine uralte Inschrift in Ur-Tulamidia verfasst. Als gebildete tulamidische Prinzessin war Sadia die einzige, die sie lesen konnte. Ich habe aus meiner Erinnerung eine Abschrift verfasst. Ein alter Freund hat sie mir übersetzt. Sie lautet, so wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Unheimlich. Ich glaube, Sadia kannte die Antwort, sonst hätte sie die Kammer nie betreten. Aber warum hat sie den anderen verschwiegen? Hat sie damit nicht alle in ihren Untergang geschickt? Ich sehe, du hast gut aufgepasst. Ich gebe dir nun 3 Tage, das Rätsel zu lösen. Am 4. Tage werden wir weiterziehen. Ob du die Antwort nun kennst oder nicht. Und wenn ich es bis dahin löse? Erhältst du, was du von mir verlangst. Einen Zauber der mächtigsten Transformatio. Einen Spruch, der jegliches Lebewesen in jedwede beliebige Form verwandelt. Abgemacht. Du gefällst mir, Geron. Ich bin mir sicher, unser Geschäft wird für uns beide gut ausgehen. Glaubt mir, das hoffe ich auch. Sehr schön. Jetzt haben wir ein Rätsel gekriegt. Schön. Komischer Kauz. Nuri, ich bin zurück. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der dir helfen kann. Nuri? Ich bin hier. Oh, okay. Was ist mit dir? Eine Wunde ist aufgegangen. Mein Flügel blutet wieder. Oh nein, hast du wieder mit Tieren gespielt? Du bist jetzt ein Rabe, du kannst das nicht mehr. Ich hab nicht gespielt. Sie ist einfach wieder aufgegangen. Es sieht nicht schlimm aus. Bleibe ruhig liegen. Ich mach dir eine Salbe. Okay, das heißt Salbe basteln. Für Nuris Heilsalbe muss ich zerriebenes Wirselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ich kann nur beten, dass die Herrin Peraine dieses eine Mal auch einfaches Fett duldet. So, da hinten haben wir Wirselkraut. Harfe, Vogelschädel, Vorhang, 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 Topf, Bücher unten. Dann gehen wir mal nach unten. Nein, ich muss mich um Nuri kümmern. Okay. Dann sag mir, wo du Fett herkriegst, du Knaller. Die Schädel sind noch aus Gwinlings Zeiten. Sie sind eklig. Warum hängst du sie nicht ab? Wir müssen das Bild aufrechterhalten. Falls jemand merkt, dass ich keine Vögel mehr fange und dafür mit einem sprechenden Raben lebe, verbrennt man uns bei lebendigem Leib. Aber du hast sie doch alle gerettet. Sag ihnen das doch mal. Der Vogelfänger ein Held? Die lachen mich doch aus. Außerdem ist mir gleich, was diese Tölpel von mir denken. Würden sie aber gut von dir denken, wäre dein Leben doch schön. Nuri, mein Leben war schön. Es war schön mit dir auf Reisen. Mir reicht, dass du weißt, was wir getan haben. Genau. Da ist nichts drin, was Nuri helfen könnte. Ja, ich brauche so ein scheiß Fett. Ein Vogelbart? Sie ist mit magischem Feenwasser aus Nuris Höhle gefüllt.
Okay. Ein Vogelbaum. Was haben wir hier noch? König Kastanie? Hoho, Nuri. Ich, der König der Kastanien, wünsche dir einen guten Abend. Guten Abend, König Kastanie. Warum so traurig, meine Liebe? Ach, ich weiß nicht. Ich will gerade einfach nur schlafen. Oh, das ist eine sehr weise Idee. So weise, dass ich dich hiermit offiziell zu meinem Schlafminister ernennen werde. Oh, danke, werter König. Du hast dir den Titel redlich verdient. Alles klar, also der eine redet mit dem Stock, der andere mit dem Kastanienmännchen. Ich habe alles versucht. Hesindegeweihte befragt, Zauberbücher aus der Akademie geklaut, mit Hexen paktiert. Nichts und niemand kann die Macht des Artefaktes wiederherstellen. Und selbst wenn, Nuris alter Körper ist auf ewig verloren. Hoffentlich hält dieser Fahi, was er verspricht. So, es steht auf dem Gefällt dir der neue Vogelbaum? Ja. Geron, warum muss ich erst wieder eine Fee sein, bevor wir hier weg können? Weil du eine Fee bist und kein Rabe. Und Giacomo sagt, dass wir uns beeilen müssen, dich zurückzuverwandeln. Er sagt, eine Feenseele ist etwas sehr Sanftes. Wer weiß, was geschieht, wenn sie zu lange in einem falschen Körper weilt. Außerdem kann ich dich hier um einiges besser beschützen als auf Reisen. Wenn du dich nur beschützen ließest. Genau. So, nochmal Rezept lesen. Für Nuris Heilsalbe muss ich zerriebenes Wirselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ich kann nur beten, dass die Herren Pereine dieses eine Mal auch einfaches Fett duldet. Ich brauche eine feste Unterlage, um das Kraut zu zerreiben. Eine feste Unterlage, in den Topf? Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Ich brauche was Festes. Da vielleicht? Das bringt nichts. Mir fällt dazu nichts ein. Ja, mir auch langsam nicht mehr. Im Vorhang bestimmt nicht, da kann ich es nur einwickeln. Sie ist mit magischem Feenwasser aus Nuris Höhle gefüllt. Sehr schön. Dann leg's mal rein. Kann ich dich zermalen mit dem Ding? Ich kann das Kraut mit dem Messergriff zerreiben. So. Feiner bekomme ich das Kraut nicht. Okay, das heißt, ich brauche jetzt irgendeinen Vorhang? Ich schneide einen Fetzen heraus. Ja, war mir irgendwie logisch, sonst wäre der Vorhang ein wenig blöd. Es fehlt noch Fett. Bei Travia, er ist ganz fettig. Oh, hehe. Danke, dass du das gesagt hast. Der Fetzen ist jetzt ganz fettig. So, fettige Fetzen mit fettigem Vogelbart. Der Reine, lass dieses Fett für Nuris Wunde reichen. Ich habe kein anderes. So, eine Salbe und, So. Einmal Nuri. Und als nächstes machen wir dich wieder zu einer Fee. Hast du den Mann getroffen? Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich ihm trauen kann, aber wenn Giacomo recht hat, dann ist bald alles wieder so wie früher. Dann bist du wieder so groß wie ein Mensch und zusammen reisen wir wieder durch Aventurien und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Wann glaubst du, kann ich wieder fliegen? Lass uns morgen sehen, wie es deiner Wunde geht. Vielleicht können wir etwas üben gehen. Schön. Schlaf gut, Geron. Schlaf gut und keine Sorge. Bald ist wieder alles beim Alten. Ist so doch. Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Das war Kapitel 1. Jetzt gehen wir ins Kapitel 2. Und noch einmal, diesmal schaffst du es. Ich weiß nicht.
Nicht entmutigen lassen. Na, geht's Denk noch? Denk an was Schönes. Denk an... super. Unsere erste Begegnung. Denk an unsere erste Begegnung. Du hast jahrelang in einer einsamen Höhle gelebt. Und zusammen fanden wir einen Weg, dich endlich zu befreien. Und was du seither alles gesehen hast. Das Erste, was ich sah, waren Menschen, die mich töten wollten. Hm. Aber du hast doch auch schöne Dinge gesehen. Weißt du noch? Unsere gemeinsame Nacht in den Brinasca. Super, wenn wir das erste Spiel noch nicht gespielt hat. Liebesbund eingehen. Ja, das war schön, aber du hattest mich davor angelogen. Ich wollte dich retten. Hätte ich dir die Wahrheit gesagt, wärst du nicht mitgekommen. Wie auch immer, ich erinnere mich gern daran. Nuri, du musst doch irgendeine schöne Erinnerung haben. Erinnerst du dich noch an... Erinnerst du dich noch an den Zwerg im Taschkamm? Der mit dem blauen Bart? Der war lustig. Und Ritter Boromir Zornbold? Die beiden haben sich immer gestritten. Und den brummligen Angler und Isida, die Gauklerin? Tut mir leid. Das mit Isida hatte ich vergessen. Es wird Zeit, dass du wieder eine Fee wirst. Weißt du noch, wie fröhlich und sorglos du früher warst? Natürlich weiß ich das. Das macht mich doch nur noch trauriger. Na komm, genug für heute. Muss ich wieder in den Käfig? Ja, leider. Mit einem zahmen Raben auf der Schulter halten mich die Andergaster doch sofort wieder für einen Hexer. Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Na gut. Lass uns auf dem Rückweg bei Fahis Zelt vorbeischauen. Er hat so eine sorglose Art. Er macht dir bestimmt wieder Mut. Geron? Ja? Ich will ja auch wieder so sein wie früher. Aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist so viel passiert. Ach, wir schaffen das schon irgendwie. Genau, hüpf rein. Du hüpfst aber lustig. Gut, und in dem Sinne mache ich hier mal wieder einen Cut. Zeit ist rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.